Mal kurz ein Berechnungsbeispiel zum Thema Impuls. Nehmen wir mal an, wir haben zwei Kugeln. Die eine hat eine Masse von 100 Gramm und die andere von 200 Gramm. Die rollt mit 4 Meter pro Sekunde vorwärts und die andere größere rollt mit 2 Meter pro Sekunde vorwärts. Was wird passieren? Am besten man macht eine Skizze und überlegt, ja, das ist so ähnlich, als wenn die kleinere von der großen abprallt, wenn sie also aufeinander zurollen würden. Das heißt, die kleinere wird langsamer werden. Sie wird einen Teil ihres Impulses an die große abgegeben haben. Die große wird also noch zusätzlich beschleunigt. Um wie viel? Das müssen wir ausrechnen. Formeln und Berechnungen, ja, am besten, man schreibt sich das immer schön auf und so weiter. Und meistens ist in Tabellenwerken, wird da nicht V-Strich, also V2-Strich oder sowas geschrieben, sondern da wird dann geschrieben, ach, ich hatte hier das Strichlein vergessen, sondern da wird dann geschrieben, nicht V-Strich, sondern U-Strich, U. Also die neue Geschwindigkeit heißt dann mal U1 und U2. Geht besser, als wenn man sich mit den Strichen verhaspelt. Gegeben ist also, was ich hier hingeschrieben habe. Und jetzt macht mal die Übung. Schnappt euch diese Formel, die könnt ihr jetzt hier direkt abschreiben. Ansonsten nimmt man die sich aus Formeln und Tabellenwerken und setzt mal ein, wie man es hier schon so ungefähr sieht. Setzt mal ganz stur in diese Formel ein, setzt alle Klammern und so weiter. Ich mache Pause, ihr macht zu Hause auch Pause, schreibt das auf beiden Seiten. Wir wollen ja U1 und U2 errechnen und dann sehen wir uns wieder. Also Pause-Taste drücken, ich mache es auch. So, ne? Dann richtig schön mit Klammern alles hingeschrieben. Achtung, die Sekunden, die darf man nicht unten drunter schreiben, denn hier oben handelt es sich um eine Summe. Hier, 4 Meter pro Sekunde, da darf die Sekunde noch nicht runter. Können wir dann später machen. Wenn man das so hingeschrieben hat, jetzt machen wir wieder Pause. Jetzt fasst mal das ein bisschen zusammen hier auf beiden Seiten hier, beide Formeln. Fasst es mal zusammen. Kann auch sein, dass wir jetzt nur die eine nehmen, die andere ist ja genauso. Wir bleiben mal bei U1. Also Pause-Taste drücken. So sieht es dann aus. Achtung, 100 minus 200 ist minus 100 mal 4 von den Meter pro Sekunde ist minus 400 und dann, da ich ja Gramm mit Meter pro Sekunde multipliziere, minus 400 Gramm und Meter pro Sekunde. Und hier hinten das zusammen 2 mal 2 mal 2 und 2 Nullen dran ergibt 800 Gramm Meter pro Sekunde. Immer noch durch 300 Gramm. Die Sekunden dürfen immer noch nicht unter den Bruchstrich. Hier drüben ist es ähnlich. Und jetzt nehme ich mal gleich den zweiten Schritt, bevor wir dann Quatsch machen. Ja, hier. Der nächste Schritt ist dann leicht. Minus 400 plus 800 ist 400. Und unten drunter stand noch die 300 Gramm. Und da ich jetzt keine Summe mehr habe, konnte ich die Sekunden unten drunter schreiben. Und jetzt kann ich auch die Gramm und die Gramm kürzen. Und ich habe hier in grün, dunkelgrün mal zwei Nullen weggestrichen. Jetzt steht hier noch übrig 4 Drittel. Man nimmt am besten 4 Drittel, schadet nicht, aber um sich das besser zu veranschaulichen, schreibt man lieber 1,3 Periode 3. Zum Rechnen geht 4 Drittel dann besser. So, und das gleiche auf der anderen Seite. Und siehe da, die kleinere ist wirklich ein Stück langsamer geworden und die große ein Stück schneller, denn sie hat den Impuls der kleineren Kugel mit übernommen. Ich denke mal, das war's. War's? Wir können ja mal die Probe machen. Und die Probe ist eigentlich wieder einfach. Wir setzen alles das, was wir haben, vorher. Und das, was wir rausbekommen haben, hier die 4 Drittel, deswegen lohnt sich das mit den 4 Dritteln, beziehungsweise diese 10 Drittel, ne, hier sind sie, ein, rechnen dann aus, hier drüben kommen 800 Gramm und Meter pro Sekunde raus und 400 und 2000 sind 2400 Drittel sind auch 800 Gramm und Meter pro Sekunde. Ich hoffe mal, es hat geholfen, sich die Formeln selber umzustellen, ist ein bisschen haarig, gebe ich zu. Deswegen nimmt man die in diesem Fall gerne aus Tabellenwerken. Wird euch auch kein anderer Lehrer irgendwie so eine große Aufgabe aufbürden. Obwohl das spannend sein kann, mal solche Formeln umzustellen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Verstehen. Ich finde, Verstehen macht immer Spaß. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.